Ich schreib diesen Text in meinem Kopf. Es war beeindruckend, dafür klingt er wie Schrott. Leben ist wie ein Schachtel Pralinen. Mit einer Rasierklinge drin zu Halloween. Ich bin der Schlupfen, der sich festsetzt. Kurz nach dem positiven AIDS-Test. Toni meint, ich wäre ein Nihilist. Doch bald sind wir tot, deshalb gebe ich keinen Fick. Nemo. Ich schreib diesen Text in meinem Telefon-Notizprogramm. Gucke ohnehin 8 Stunden täglich mein Display an. Ist egal, keine Konsequenzen. Der Beste von den Menschen, hab keine Konkurrenten. Langweilig, ich kann machen, was ich möchte und auch alles andere. Könnte daran liegen, was für ein alter weißer Mann ich bin. Wohne da, wo Drogen mit dem Taxi kommen. Und glaub, ich hab schon ein bisschen abgenommen. Juno. Wusste doch, ich hatte heute einen Termin. Meine Apple Watch erinnert mich an meinen Suizid. Meine Affäre erinnert mich an meine Frau. Ist wohl an der Zeit, mich nach was Neuem umzuschauen. Leben ist wie eine Fahrt auf einer Achterbahn. Es geht auf und ab und ist zum Kotzen irgendwann. Wenn es danach geht, was mein Bauchgefühl mir sagt, bin ich ein gleichgültiger Wichser, aber ist mir scheißegal. Juno. Mal wieder meine Würde an der Bar gelassen. Stundenlang gelabert, obwohl wir uns nichts zu sagen hatten. Nix. Ich hab mich für gar nichts interessiert. Für nix. Ist mir doch scheißegal, was sie studiert. Scheißegal. Bei mir zu Hause neben mir liegt eine Frau. Akt vorbei, nach 3:30. Morgen muss ich wieder raus. Was für ein Klischee, dass ich ihren Namen nicht mehr weiß. Doch sie will nicht übernachten, will mein Bett für mich allein. Juno. Habe mir einen Strick bei Amazon bestellt, okay. Doch lebe immer noch, kein Verlass auf DHL. Habe ich diese Welt bis morgen nicht verlassen, können sich die Pisser vom Kundenservice auf was gefasst machen. Träume werden wahr, wenn man fest genug an sie glaubt. Wenn ich Glück hab, wach ich also nicht mehr auf. Leben ist wie eine Reise, nach einer Weile ist man froh, wenn es vorbei ist. Nach meinem Konzert steh ich am Stand von meinem Merchandise. Rede mit den Fans, aber die allermeisten nerven gleich. Jeden einzelnen Abend sind die Gespräche gleich. Sie wollen lustig sein, aber sie sind das Gegenteil. Sie sagt, sie mag meine Texte, die sind so ironisch. Ich fühle in meiner Tasche Drogen, frage, wo das Klo ist. Ich bin ein linker Rapper, ja, ich bin so moralisch. Woher dieses Kokain kommt, frag nicht.